Hallo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Griefer Games News, Leute. Ich würde sagen, dann fangen wir auch schon direkt mal an. Und zwar ist die erste News, Leute, testen die gerade im Moment auf City Build 2 eine Hardware, womit alles besser laufen soll und zwar, deshalb man mehr Redstone benutzen kann, dass man einfach alles flüssiger halt läuft, Leute. Und wenn das so klappt, wird das auf City Build 1, 2 und 3 und 4 übertragen, Leute. Was ich sehr, sehr nice finde und diese Hardware klappt im Moment eigentlich auch schon recht gut. So Leute, denn war es am Wochenende so, am Wochenende war ja Ostern, Leute. Da hat die Dream Army ein Event gemacht auf ihrem 100er Merch bei Slash Warp Märchenwald. Die haben insgesamt, ich glaube, Sachen im Wert von 500 bis 700k rausgehauen an die Community. Also Riesenprops nochmal da an euch, dass ihr das gemacht habt, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. So Leute, es ist jetzt so, wenn 300 Leute auf dem Server sind, ja, sagen wir jetzt City Build 1 oder so, und der Server voll ist jetzt eine Sperre drin, was ich persönlich sehr, sehr dumm finde, Leute. Und dann können nur noch Griefer und Supremes drauf. Und dann werden, glaube ich, niedrigere Ränge gekickt. Was ich sehr, sehr behindert finde, Leute. Weil ich habe mir extra für Ultra-Rang, habe ich mir extra geholt, damit ich extra auf City Build 1 kann und dann halt immer Join-Rechte habe. Aber das ist ja jetzt nicht mehr so, Leute. So, okay, Leute, die nächste News ist, es wurden jetzt ja die Supporter zum Moderatoren hochgestuft, bis auf ein paar einzelne Fälle. Jetzt machen die wieder eine neue Bewerbungsphase und zwar geht die vom 21.04. bis zum 12.05. Leute, falls ihr daran Interesse habt, da stehen alle Details im Forum, müsst ihr nochmal suchen, wo dieser Antrag steht. Auf jeden Fall finde ich das sehr nice, weil dadurch Griefer Games jetzt auch, ich sag mal, besser wird. Weil denn die Supporter sich auch um Zuständigkeit kümmern können, wie inaktive Plots, Leute, die irgendwas Penisse gebaut haben, sind sowas halt, Leute. So, Leute, dann ist es aber auch so, ich war ja auch am Wochenende bei Abgesam Stream dabei, also nicht im Livestream direkt, ich war halt, hab zugeschaut, sagen wir es mal so. Und zwar wollte der liebe Herr Abgeprüft kein Money Drop machen, ist ja auch vollkommen okay, Leute. Aber ich kann mir auch schon denken, welchen Grund das hat, weil sich denn immer sehr, sehr viele Leute mit zweiter Account hinstellen und sagen, ja, Digga, ich kann doppelt oder dreifach oder sogar fünffach abkassieren, ja. Gut, Leute, das wollte ich nochmal noch dazu gesagt haben. Jetzt kommen wir auch schon zu der anderen News, Leute. Und zwar hat er auch Abgewünsche für ihn dort gemacht, wo mehrmals Teamspeak auf Citybuild, Citybuild sei schon, auf der Griefer Games Teamspeak abgeschmiert ist. Leute, ihr müsst wissen, der Griefer Games Teamspeak hat keine begrenzte Slotanzahl, wo man jetzt sagt, da kommt man nicht mehr drauf. Und danach ist auf den Mainzer Teamspeak gegangen, der hat eine begrenzte Slotanzahl, Leute. Und da war es dann auch so, ja, da konnten halt nur ein paar Leute drauf, da konnten gar nicht so viele Leute drauf. Ich war zum Beispiel mit einer der Glücklichen, die drauf konnten, bin halt leider nicht reingekommen, Leute. So, und was mir auch in diesem Stream aufgefallen ist, dass Leute, die, sag ich mal, 50 Euro donated haben, instant reingekommen sind und ihre Probleme direkt behoben wurden. Also der Spenden im Prinzip bevorzugt worden, Leute. Und ich habe eben jetzt nochmal bei Griefer Games geguckt und Golden Hand, sein Fisch, den er ja an der EZ hat, der angeblich 15 Millionen wert sein soll, wo David Gaming geschrieben hat, dass er nur 50k wert ist, sag ich, Digga, der ist 1,5 Millionen wert für mich. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung, Leute. Für mich ist jedes magische Item, weil es eine Kosmetik ist, nur 1,5 Millionen wert und nicht 15 Millionen, wie der liebe Herr Golden Hand sagt. Aber jedem in seiner Meinung, Leute, dem wollte ich sagen, ihr könnt mir gerne mal davon reinschreiben, welche News ihr am interessantesten fandet in die Kommentare. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.